Ja, herzlich willkommen, liebe Kollegen, und zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel MTV Großen Heidorn gegen Bergischen Panther. Der Gast hat das Wort. Sah zunächst danach aus, nach der ersten Hälfte, dass es ein sicherer Sieg wird für die Gäste. Und dann kam 45. Minute und das war mein Trainerkollege Großen Heidorn zum Sieg. Sicherlich aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient ist. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, haben fantastisch Abwehr gespielt, haben alles das Lösungen gefunden, was Großen Heidorn gespielt hat, haben vorne auch wieder alles klar verwertet, müssen trotzdem auch zur Halbzeit schon wirklich höher fühlen, meines Erachtens. Mit 6 sind wir dann noch, oder mit 5, oder 13, 7, glaube ich, ist Großen Heidorn gut verdient gewesen, meiner Meinung nach. Die zweite Halbzeit war dann völliges Spiegelbild, wir haben vorne überhaupt eine Kette bekommen, auf jeder Position deutlich Leistungsabfall gehabt. Haben den gegnerischen Torwart zum absoluten Helden geschossen, lassen gefühlt 25 Bälle liegen, auf jeder Position 3-4 freie Bälle, Gegentempo-Gegenstöße und ja, haben Großen Heidorn einen regelrechten Rausch kommen lassen. Und ja, super enttäuschend für uns, haben sicherlich mehr ausgerechnet heute. Ja, gute Leistung, müssen wir sicherlich jetzt im Abschiedskampf wieder fahren. Okay, herzlichen Dank und damit dann auch eine gute Heimreise. Danke. Vielen Dank. Ja, die zwei Gesichter des MTV Großen Heidorn. In der ersten Hälfte waren wir alle schon nah dran, den MTV abzuschneiden, aber Heidorn ist Heidorn. Kommt wieder und dann ging es richtig ab. Ja, erstaunlich. Ne? Also die erste Halbzeit war von meiner Seite eine komplette Katastrophe. Wir haben ohne Selbstvertrauen in der Abwehr gespielt, auch nie irgendwo Zugriff bekommen, als dem Gegner wirklich sehr, sehr einfach gemacht hat, durchzukommen und einfach die Tore zu werfen, im Angriff einfallslos, zu langsam. Haben die Bergischen Panther in keinster Weise irgendwo überwinden können und wenn, dann mit schlechten Würfen. Ja, die zweite Halbzeit komplett anders. Ich habe gesagt, was dazu in der Halbzeit gesagt, was ich davon den Jungs erwarte und das haben sie natürlich einmal frei umgesetzt. Der Mittelblock hat funktioniert, Pässe wurde geblockt, die Sprünge waren viel schneller. Ich habe den Eindruck, es war eine komplett andere Abwehr. Ja, den Eindruck hatte ich auch, ja. Also, wir haben hier nichts am 6-0 geändert. Wir haben einfach mit mehr Selbstvertrauen haben wir agiert hinten. Wir haben einfach uns mehr präsentiert. Wir haben den Angriff vor Probleme gestellt, indem wir auch agiert haben und nicht nur reagiert haben, was sie machen. Und dann halt, weil wir hinten die Bälle dann bekommen haben mit einem sehr guten Torhüter dahinter, muss man auch sagen, das passiert nicht alle Tage, dass man in der zweiten Halbzeit mit 19-8 gewinnt. So konnten wir unser schnelles Spiel aufziehen und selbst in Positionsangriffen konnten wir uns da durchsetzen. Und das ist ja eine eindeutige Geschichte des Selbstvertrauens. Und da haben wir in der zweiten Halbzeit eine extreme Steigerung. Mit sehr lange auch in Unterzahl gespielt, ziemlich viele Zeitstrafen für Großen Heidorn. Da haben wir lange mit gehadert. Ja, gut, also wir haben schon in der Abwehr Beton angerührt und haben natürlich dann auch hohen Aufwand betrieben in der Abwehr, das manchmal auch über die Grenzen schlägt. Die Schiedsrichter haben es gnadenlos durchgepfiffen und zwei Minutenstrafen da reingewirkt. Aber wir konnten es halt auch im Angriff, konnten wir es halt trotzdem aushalten, und das immer regeln. Nächste Woche das nächste Heimspiel gegen den Leichinger TV. Was ist da zu erwarten? Nochmal wieder eine solche Abwehr gleich vom Beginn? Ja, das wäre schön. Aber wie gesagt, für uns geht es jetzt erstmal darum, dass die Jungs auch sehen, dass man in der Lage ist, wenn man volles Programm einsetzt, dass man mit 100% an der Abwehr arbeitet, dass man auch gute Mannschaften besiegen kann und dass wir auch in der Lage sind, in der dritten Liga auch den einen oder anderen Sieg mal zu landen. Und ich denke, das ist für mich jetzt eigentlich so die entscheidende Aussage des Spiels, ne? Dass wir nicht immer nur die Aufstiegsmannschaft sind, die keine Chance hat, sondern dass wir auch, wenn wir richtig am Kabel ziehen, dass wir in der Angriff eine ansprechende Leistung bringen und auch in der Abwehr. Und die Halle war schon gerade fast eine große Heidorner Verhältnis. Ja, also das war richtig Feuer da oben, da war Stimmung drin, auch bei uns in der Mannschaft, da war Leben drin und so stellen wir uns das eigentlich vor. Sigismund, Trainer des MTV Großen Heidorn und Marcel mit vom Bergischen Heidorn. Vielen Dank, dass ihr da wart und wir sehen uns wieder in einer Woche hier in den Leichinger TV. Danke.